Die Mannschaften stellen sich auf und dann geht es auch gleich los. Störche durchaus anfällig bei Standardsituationen. Aufs Tor gebracht und an die Latte. Die erste große Chance für die Gäste. Da ganz frech aufs Tor gezogen. Der Ball aber noch heiß im Rückraum gespielt. Und der Schuss aufs Tor. Und dann ist Noah Oberbeck da. Viele Ballkontakte schon bisher für den Keeper von St. Pauli. Der ist natürlich jetzt sehr gefährlich. Hoher Ballgewinn für die Kieler. Fehler mit der Chance und dem 1:0. Das ist natürlich dann eiskalt abgeschlossen von Stanislav Fehler. Kurz rausgespielt und dann verliert Gwangwin Lee den Ball und Fehler aus 16 Metern mit ganz viel Gefühl in die lange Ecke. Keine Chance dafür Phil Kolfenbach, der das Tor aber mit seinem riskanten Pass durch die Mitte natürlich auch ein bisschen ja, eingeleitet hat. Also dann ist es aber Lee, der den Ball gewinnt und mit Tempo jetzt über die Seite in den Strafraum und Lee mit dem Abschluss und der nächste Lattenkracher. Also jetzt schon zweimal. Ja, hier geht das hin und her. Sie sehen das. Also wieder Tempo reingebracht jetzt von den Gästen. Vorteil angezeigt über die rechte Abwehrseite. Und der nächste Abschluss, aber Noah Oberbeck packt zu. Also jetzt schon seine zweite Parade. Aber Phil Kolfenbach taucht ab und hält den Ball jetzt auf der Gegenseite gleich die nächste Aktion. Und der nächste Abschluss. Und da macht es ihm Noah Oberbeck. Nach zwei starke Paraden hin und her geht das hier, das ja auch aus so einer Situation entstanden ist. Lee im Strafraum, Pass in den Rückraum und die große Chance und es ist wieder Oberbeck, der den Ball parieren kann. Auch schon war Lee jetzt mit dem Ballverlust gegen Wolf. Der wird leicht gehalten, sieht aber Niehoff, kann in den Strafraum ziehen, hat den Ball auf dem rechten Fuß und der Abschluss knapp vorbei. Rankic kann sich da nicht ganz durchsetzen und da ist es gleich der neue Mann mit der Torchance. Und das war Till Kauschke. Wieder langer Ball von Kolfenbach, also durchaus jetzt ein anderer Ansatz. Gefährlich und der rutscht durch und dann ist es das Tor, dann ist es das Slapsticks-Tor. Da bleibt Johann von Knebel dran und Abstimmungsprobleme zwischen Keeper und Abwehr. In einer zweiten Halbzeit etwas besser zu Gesicht zu kommen. Jetzt nur Oberbeck mit dem Fehler und der Abschlusschance. Ja, aber wir haben noch gut 10, 15 Minuten zu gehen, wenn jetzt hier nicht das 2:1 fällt. Da war Till Kauschke. Super Ball von Fehler. Und Matthew Meyer wird dann aber vom Ball getrennt. Platz jetzt für die Gäste. Von Knebel läuft sich da außen frei. Es ist Lee, der zum Tor geht. Steckt durch auf von Knebel, der die Flanke reinbringt. Und dann ist es Oberbeck, der den Ball klärt. Und dann der Abschluss danach geklärt von Carrera. Ecke jetzt von Kankowski. Wieder viel Verkehr vor Oberbeck, zum Tor gezogen und dann kein klarer Abschluss. Und dann ist es nochmal aus der zweiten Reihe Johann von Knebel mit dem Abschluss. Und das war's. Der Schiedsrichter pfeift ab das Spiel zwischen Holstein Kiel 2 und dem FC St. Pauli 2. Endet am Ende 1:1.